Leute, here we go again. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich freue mich wirklich sehr. Und yep, willkommen zu einer neuen Rubrik in der bereits vorhandenen Rubrik Gossip Boys Back. Denn ich habe mir gedacht, und ich habe das ja in der Vergangenheit schon ab und zu mal gemacht, vor allem was das Thema Iris Klein angeht, habe ich Artikel aus dem Internet genommen und habe die so ein bisschen zerpflückt und humoristisch verpackt. Und ich dachte, daraus machen wir einfach mal randommäßig eine Rubrik mit dem Titel. Haltet euch fest. Promi Smash! Denn das, was da teilweise so geschrieben wird, es ist schon, es ist auf eine Art und Weise hilarious und man kann das gut als Vorlage nehmen, um sich darüber zu amüsieren. Und wenn ich eins mag, dann, dass wir uns alle mal amüsieren. Im heutigen Artikel geht es um Jelis Kock. Kotsch. Jelis Kock wäre für die Adult Industry ein ziemlich passender Titel. Denk mal darüber nach. Auf jeden Fall geht es heute um ihre Show Make Love, Fake Love und Love. Das war gerade meine echte Stimme. Auf jeden Fall geht es um den Gossip drumherum, denn wir haben ja beim letzten Mal alle wahrnehmen können, auch wenn ich nicht darauf reagiere, ich habe verschiedene Bilder nicht im Kopf, sondern gesehen von der Fingerattacke von Max auf Jelis und alles drumherum, vor allem auch die Reaktion der Freundin und das war schon sehr, sehr heftig. Und da habe ich mir zum ersten Mal Gedanken zu dieser Sendung gemacht und habe überlegt, der Typ ist da vergeben, der hat sogar den Namen tätowiert, den er benutzt hat, wahrscheinlich. Pure Spekulation. Übrigens, wir sitzen bei dem Video wieder im Spekulationsboot. Das sind keine Fakten, einfach nur die Meinung und yep. So, also, eventuell hat er den Finger mit dem Tattoo, mit dem Namen seiner Freundin benutzt, um mir Jelis vielleicht einen schönen Moment zu schenken. Und ja, die Freundin muss das mit ansehen. Und das ist ja wirklich crazy. Es geht um 50.000 Euro. Am Ende entscheidet sich eben Jelis für einen Typen. Und dann kommt es drauf an, die große Auflösung. Hat der Typ eigentlich eine Freundin? Und bekommt 50.000. Und da habe ich mir gedacht, Schatz, kann ich einfach eine wegpoppen im Fernsehen? Du musst es dir mit angucken. Aber am Ende bekommen wir 50.000. Oh, ich höre Trampeln. Oh, ich höre einen Stuhl, wie er irgendwo hingeschmissen wird. Ach du Scheiße. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh mein Gott. Ich sag mal so, not amused. Not amused. Und kann das irgendjemand verstehen? Hä? Die bekommen doch dann 50.000 Euro und sind dann irgendwie so ein bisschen fame? Ich verstehe ich nicht. Wie auch immer, auf jeden Fall schauen wir uns jetzt den Artikel mal an und der wurde geschrieben von keiner geringeren als Kelly L. Den ganzen Promi-Flash-Artikel findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Da müsst ihr einfach mal runterscrollen und dann könnt ihr wirklich dieses Zeiterzeugnis in schriftlicher Form nochmal so für euch aufnehmen und das lohnt sich. Aber wir starten jetzt mal rein mit dem Titel Make Love, Fake Love, Spoiler. Max und Jelis Kotsch gehen aus. Ausrufezeichen. Und yep, wir haben hier ein Bild und wir werden mal wieder eine Zeugenbefragung machen. Erkennen Sie Max auf diesem Bild? Yep, das ist der Max und ich weiß nicht, ob das Karneval ist. Das erinnert mich an The Rock. Ihr kennt doch alle The Rock. Der hat doch irgendwie so ein College-Bild, der hat auch so einen schwarzen Rolli an und so eine Goldkette. Ich weiß nicht, ob das sein Style ist, aber könnte sein. Könnte diese Frau auf diesem Bild Jelis sein? Ja, genau. Ich habe das nämlich schon mal bei einem anderen Bild probiert. Dieser Wangenknochen ist einzigartig. Könnte sein. Wie auch immer, los geht's mit Was geht denn da? Zurzeit sucht Jelis Kotsch 29 bei Make Love Fake Love nach der großen Liebe. Zwei Kandidaten stehen ganz hoch im Kurs, Yannick Kontales und Max Bornmann. Letzterer hat eigentlich eine Freundin, von der die Influencerin aber nichts weiß und die er außer Acht zu lassen scheint, denn Jelis und er kamen sich verdächtig nahe. Und das wisst ihr natürlich besser als ich, obwohl ich die Szenen auch gesehen habe. Schwarz-Weiß. Jelis Kopf zurück und er macht folgendermaßen unter der Decke. Ich möchte euch jetzt nicht genau zeigen, aber ungefähr so. Es sah schon verdächtig danach aus, dass da mehr gelaufen ist. Ich weiß gar nicht, haben die das in der Sendung aufgelöst oder haben sie es nicht aufgelöst? Ich weiß nur, dass der Typ, der Max, dann im Interview saß und sagt, ist schon gut, dass ich kein schlechtes Gewissen habe, weil dann stört es mich auch nicht so wegen Freundin und so. Keine Ahnung. Gut, dass ich kein schlechtes Gewissen habe. Und ich denke mir, what the F? Viele sagen dann ja auch, er ist schon cute. Er ist schon cute. Und wie er das so gemacht hat, das sah voll gut aus. Professionell. Viele sagen aber auch, wenn du bei dieser Show teilnimmst, dann musst du einfach das machen. Da musst du ein bisschen über Leichen gehen. Da musst du das im Vorfeld mit deiner Freundin absprechen. Und wahrscheinlich haben die das. Er so, hey Babe,
Guck mal, wenn ich da gar nichts zulassen würde, dann erkennt die ja gleich, dass ich eine Freundin habe. Also von daher wäre es schon echt praktisch, wenn ich so ein paar Sachen machen darf. Bist du damit okay? Und sie so, ja, also es muss schon den Anschein erwecken und wir wollen ja das Cash und ein bisschen Fame und was auch immer. Und er so, ja, und was ist dann wirklich erlaubt? Also wenn ich ihn kurz, wie lange ist dann für dich okay? Und ja, wenn ich so meine Hände benutze, wie darf ich das... Dicker. So muss das ja abgelaufen sein und ich habe ihre Reaktion jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, sie hat geheult und sie war geschockt. Das wäre zumindest die normale Reaktion. Aber dann ist auch die Frage, ja, ist man nicht selbst schuld, wenn man mit seinem Freund in so eine Show geht, wo es darum geht, dass der Freund eine andere Frau weghämmern soll? Weghämmern hat keiner gesagt. Naja, den Anschein machen soll, dass er sie weghämmern würde? Ja, okay. Für 50.000 Euro? Ich sag mal so, das ganze Modell ist natürlich ein bisschen fragwürdig, aber für Trash TV, ich spreche von No Brainer Entertainment. Voila! Perfekt! Einfach nur noch perfekt! Schon hart, es ist schon einfach crazy. Und dass der Typ sich da hinsetzt, ja, also gut, dass ich kein schlechtes Gewissen habe. Also, Magic Fingers in the house! WTF. Weiter geht's dann mit ein aufmerksamer Promi-Flash-Leser will die einstige Bachelor-Kandidatin mit Max in einer Bar gesehen haben und das Foto beweist tatsächlich. Der Hottie scheint sich gut mit seiner Begleitung zu verstehen, die Jelis sehr ähnlich sieht. Und da frage ich mich doch, dann bist du schon Augenzeuge in diesem Fall. Du siehst die beiden und das einzige Foto, was du ablieferst, ist ein Foto, auf dem du nicht genau erkennst, dass du die beiden beobachtet hast. Hä? Da geht man doch zu dem Tisch von den beiden und sagt zu Jelis, ey, kannst du bitte mal ein Foto von uns machen und stellst die Selfie-Funktion an. Ich bin sicher, das fällt dir keinem auf. Und dann hast du sogar so ein Foto. Oder du gehst mit Videofunktion an dem Tisch vorbei und suchst die Toilette. Oder Möglichkeit Nummer 3, du machst wirklich ein Foto aus einer perfekten Perspektive und lässt den Blitz an und sagst dann, ups. Leute, habe ich schon mal erzählt, dass mir sowas passiert ist? Schon länger her und einige Jahre her. Und zwar ging es da um Walter. Walter Surprise von Schwiegertochter gesucht. Hier mit Elvis, Walter und wie auch immer. Und auf jeden Fall habe ich die beiden gesehen in der S-Bahn, als sie zum Flughafen in München gefahren sind. Und ich saß da einfach ganz entspannt und dachte, oh mein Gott. Oh my gosh, das möchte ich meinen Arbeitskollegen zeigen. Und mache ein Foto von Walter, habe mich so ein bisschen gefühlt wie Tom Cruise in Mission Impossible. Und dann war der Blitz an. Gefühlt wurde der ganze Waggon plötzlich hellweiß für mehrere Sekunden und alle haben in meine Richtung geschaut und auch Walter hat geschaut. Und wisst ihr, was Walter gemacht hat? Er ist aber nicht zu mir gekommen, hat mich auf den Boden getackelt, weil ich eh schon saß. Er hat nur mit dem Kopf geschüttelt und ich habe so getan, dass ich mehrere Fotos gerade mache, eine kleine Bilderreihe und habe dann mit Blitz meine Schuhe fotografiert. Draußen. Das wäre so witzig. Nein, ich war auf jeden Fall sehr, sehr peinlich berührt. Ein bisschen unangenehm. Und dann dachte ich mir, ja mei. Zurück zum Thema. Zurück zu Promi Smash. Ich will noch so einen Jingle. Ich brauche noch so einen Jingle für diese neue Rubrik. Was sagt ihr? Soll ich das so weitermachen? Also einfach als Erweiterung zum Portfolio, als Erweiterung zu den normalen Reaction-Videos. Also mir macht das auf jeden Fall Spaß und gerade so Trash-Talking. Ich weiß, kommt jetzt nicht so rüber. Habe ich Bock drauf. So, dem Augenzeugen nach haben die beiden viel gelacht und sehr vertraut gewirkt. Später verließen sie dann gemeinsam die Bar. Und das ist das einzige Foto, was der abliefert, oder was? Oder ist das eine Reihe? Wie der lächelt. Und natürlich sieht man das doch. Vor allem aus dem Augenwinkel. Pure Spekulation. Ich glaube, die haben selbst so gesagt, hey, kannst du mal ein Foto von uns machen? Wäre voll süß. Aber es darf nicht so aussehen, dass man mich komplett erkennt. Wir wollen daraus so ein kleines Ratespiel machen. Aber das war tatsächlich das einzige Foto. So, was haben wir noch? Sind die beiden nur befreundet oder geht nach dem Showende etwa mehr zwischen Max und Jelis? Also sagen wir mal so, es braucht nicht viel Interpretationsfähigkeit. Man könnte sagen, die treffen sich nochmal. Und die gucken sehr, sehr vertraut. In der aktuellen Folge der Kuppelshow gingen die beiden erneut auf Tuchfühlung und wirkten schon fast wie ein Pärchen. Max' Freundin Luisa, die auf dem Finger auch steht, war davon alles andere als begeistert, als sie die Aufnahmen zu Gesicht bekam. Warum? Warum? Ich meine, das ist doch voll schön. Du hast einen Freund, mit dem meinst du das echt voll ernst. Meldest dich bei so einer Reality-Show an, wo er eine wegflanken kann oder es versuchen soll, dass es halt so aussieht. Ist doch voll süß. Und jetzt gibt er wirklich alles. Ich weiß nicht, ob es falsch ist, dass sich mein Mitleid in Grenzen hält, denn allein damit zu machen, ist schon wirklich so richtig dämlich. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die haben das ganz anders abgesprochen und bla bla bla. Ja, wissen wir alle nicht, was da im Vorfeld war. Und im Endeffekt gibt es ja, wie gesagt, viele, die sagen, naja gut, wenn du sowas nicht machst, dann ist einfach die Show nichts für dich.
Ja, kann sein. Kann sein. Sie sagt auf jeden Fall, dieses Ungewisse macht mich gerade einfach am allermeisten fertig. Und auch, dass ich nicht mehr einschätzen kann, ob er mich überhaupt noch liebt. Das ist so schlimm gerade, sagte die Blondine. Und yep, hier ist die Gute also nochmal. Süßer Hut irgendwie. Und ich habe ja keine Background-Infos. Sind die erst seit einem Monat zusammen und ist dem das einfach völlig egal? Oder sind die schon seit mehreren Jahren zusammen? Ich meine, er hat ihren Namen tätowiert auf dem Finger. Ihr sagt, das ist jetzt auch nichts mehr Besonderes, seit Dr. Simpson nach einem Tag Josie auf seinem Körper verewigt hat. Aber ich glaube nur den Anfangsbuchstaben. Manche machen halt wirklich alles einfach nur für Fame. Naja, was sagt ihr dazu? Was sagt ihr eigentlich zu Jelis? Darum geht's ja auch. Werden die Ochsenknechts auch begeistert sein? Was sagt eigentlich ihr Kind? Gut, es kann auch nicht viel sagen. Was wird das Kind in einigen Jahren sagen? Das sind viele Fragen, die man sich stellen kann bei dieser Sendung. Schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Das war's von mir. Ich sag